Hallo, ihr alle Abonnentinnen und Abonnenten, hier zum Silvester-Special Review-Preview-Dingens, hier auf Psychopathen-LP. Ich habe mir hier ein paar Leute geholt, erstmal den Nico, Moinsen. den Max Guten Tag. und den Philipp. Hi. Der Sebastian kommt nachher später, weil er keine Zeit hat. Ja, können wir ja dann eigentlich nochmal dran schneiden, oder? So rein Ja, hatte ich theoretisch. eigentlich so gedacht. Ja, siehst du. Da kommt dann nochmal extra, kriegt eine extra Wurst, weil er zu spät kommt. Hat er super Genau. hingekriegt. Erstmal wünschen wir euch allen einen guten Rutsch ins neue Jahr. Und dass ihr ja genauso bleibt, wie ihr seid oder alles besser macht und den ganzen. Was man halt Das alles. Übliche einfach, das Das Übliche. Übliche, genau. Das Übliche. Dann würde ich sagen, fangen wir an. Mit der Rubrik Flop des Jahres 2012. Ops, 2. Ja, ich würde sagen, wir fangen mit der, nach der Reihe an. Philipp fängt an. Ich wollte nur mal gefragt haben. Ja, was ich jetzt nicht ganz so gut fand, war ja, gute Frage. Ja, ich habe jetzt nicht so viele Spiele dieses Jahr gezockt, aber soweit ich weiß, war der neue, ja, keine Ahnung. Eigentlich hatte ich dieses Jahr kein Spiel, das mir schlecht gefallen hat. Ich fand dieses Jahr eigentlich alles von den Spielen her sehr gut. Ich kann mich nicht beschweren. Okay. Okay, dann Ja. machen wir mal weiter mit Max. Ja, also Black Ops 2 Stimme fand ich zu. ich ein Bissen. richtiger Reinfall, weil ja, irgendwie der Zombie-Mode ist komisch Ja, geworden. da war der Statt Black Ops 1 viel besser. Multiplayer wurden wieder ein paar so Sachen hinzugefügt. Noob-Tuben und was, nein, warte mal, da weiß ich gar nicht genau so, wie es da geht, aber trotzdem wurde halt wie immer Noob-Klassen hinzugefügt und so, halt das Hauptsache den Noobs geht's gut, ne? Ja. Naja, das ist halt die Masche, womit sie ihr Geld verdienen, aber ja, keine Ahnung. Nach MW1 und dann halt noch MW2 hat mich eigentlich kein COD so richtig vom Hocker gerissen. Ja. Also. Na gut, Black Ops 1 noch wegen dem Zombie-Mod. Ja, Black Ops 1 schon, aber. Naja, ich finde MW2 und MW3 trotzdem. MW1 und MW2 trotzdem besser. Ja. Als Black Ops 1. Ja. Aber COD ist sowieso so eine Sache, sieht ihr jeder, wie er es sehen will. Ja. Ja. Und noch, hast du noch einen Flop, oder? Noch ein Flop, noch ein Flop, noch ein Flop. Da muss ich mal überlegen. Ja. Fällt mir eigentlich gerade nicht sowas ein. Okay, da kommen wir jetzt zu Nico, der hat, glaube ich, sogar zwei. Ich habe auf jeden Fall auch Black Ops 2. Ich Ich auch. hatte große Hoffnung in das Spiel. Ich nicht. Ich fand dieses Pick-10-System, fand ich eine gute Idee. Punktisieren fand ich eine gute Idee, aber Egal wie gut letzten die Idee Endes. ist, wenn sie schlecht umgesetzt ist. Genau, das war es dann. Schlecht umgesetzt und dann, naja, dann wird das Spiel nicht so wirklich vom Hocker gerissen. Fand ich schlecht. Ja, noch was? Nee, nicht so wirklich. Was war der Holzfäller-Simulator? Ja, ist ja kein Flop, das war ja total so scheiße. Naja, für Leute, die so Simulator-Spiele mögen, ist es bestimmt gut, also. Ja, aber das Spiel, da kann man nicht mal Bäume fällen, also. Hä, was Das macht man? ist ein Holzfäller-Simulator, wo man keine Bäume fällen kann. Jetzt ernsthaft. Ja. Ja. Dann, und woher weißt du, wie der Simulator ist? Hast du den selbst gespielt oder wie? Nein, wir Nein. haben eine Live-Show dazu gesehen. Genau. Genial. Ja. Okay, jetzt mal zu meinen Flops persönlichen. Black Ops 2 natürlich auch, wurde schon alles genannt. Und Need for Speed Most Wanted. Das, weil es gab schon mal ein Most Wanted und die haben es einfach nochmal Most Wanted genannt und das ist ein komplett anderes Spiel. Und das, was ich gesehen habe, das war nicht Most Wanted, das war keine Bullen, das war einfach nur Rennfahren, eine Seite fahren, neues Auto holen, weiterfahren, das ist schrecklich. Die hätten es auch Ja, nicht Need Most for Speed. Wanted hieß es ja, weil du damals, glaube ich, so war das, irgendwie weil du da der meistgesuchte Fahrer oder so in der Stadt Genau. werden musstest und so. Da Und muss jetzt hat man es dann zwölf. ordentliche Meilensteine mit den Bullen erreichen und Ja, alles. genau. Das fand ich geil, aber jetzt, das war.
Und ja, man hätte auch nicht Need for Speed Most Wanted 2012 nehmen können, nein. Ja, trotzdem, aber wenn es nichts mit Most Wanted zu tun hat, wieso nennen sie es dann nur, weil der Name gut ankommt oder was? Ja. Das ist scheiße. Denke ich auch. Ja, dann hier jetzt fügen wir halt das vom Sebastian ein, weil ich das nicht verpeile, sonst einfach alles hinten dran. Dann kommen wir jetzt zu den Top 2012. Was war 2012 für euch das geilste Spiel? Fangen wir wieder an, so wie vorhin und gegen weiter so. Also Philipp? Ja, also sehr gutes Spiel 2012 fand ich auf jeden Fall Assassin's Creed 3. Yo. Ja, also ich auch. Auf jeden Fall ein sehr, sehr, sehr gutes Spiel. Zudem auch Dota 2. Also ich Dota 2 fand ich jetzt auch sehr gut. Also ich zocke ja auch sehr viel League of Legends, dann fand ich Dota 2 zu dieser Spielegenre, sage ich jetzt mal, eine ziemlich gute Ergänzung für mich. Also es hat mir auch sehr gut gefallen. Also ja, Dota 2. Also Dota 2 finde ich auch auf jeden Fall. Zu Dota 2 habe ich nichts gesehen, wirklich. Ich auch nicht, ich kenne das Spiel nicht mal. Ich habe es auch selbst und es ist auch wirklich, also ich finde es auf jeden Fall sehr gut. Und für den Preis jetzt ist es auch ziemlich okay. Noch was? Oder? Nee, erstmal nicht. Okay, Max, was waren deine Highlights 2012? Auf jeden Fall zu 100% Assassin's Creed 3, weil ich totaler Fan dieser Serie bin. Ja, ich. Und auch. Es einfach nur so genial war mit diesen neuen Features und alles, was du jetzt alles machen kannst. Aber ich meine, teilweise waren da gute Ideen, aber irgendwie hat mir dann irgendwas an Umsetzung gefehlt. Ich weiß jetzt gar nicht mehr genau, ich habe das jetzt etwas länger nicht mehr gespielt, aber da kamen dann halt so teilweise so Sachen, die haben gut angefangen und dann wurden sie fast nie mehr gebraucht. Oder dann wurde die Story so streng durchgezogen. Ich meine, ich habe das wirklich jetzt durchgesuchtet und irgendwie kommt es mir so vor, also vom Feeling her, dass jedes Assassin's Creed kürzer wird. Das Neue ist auf jeden Fall, also wenn du das komplett durchsuchtest, brauchst du dafür trotzdem länger als für die anderen Teile. Ja, sowieso, das spricht sowieso tausendmal für dieses Spiel, weil du kannst halt noch so viel nebenbei machen, so viel deine Stadt verändern und so viel verändern in diesem Spiel, aber... Du brauchst ewig, bis du da ganz durch bist. Ja, also das ist auf jeden Fall geil. Ich meine, es waren nur halt so ein paar Sachen, die dann so angerissen wurden, aber ich jetzt nicht wirklich gut gesehen habe. Aber an sich ist es wirklich, finde ich, das beste Spiel, das 2012 rausgekommen ist. Weil das Spiel und das Spielprinzip einfach, es gibt keine guten Assassinen-Spiele außer diesem. Also keine wirklich guten, finde ich jetzt persönlich. Außer jetzt halt in dem Punkt des Genres, das auch rausgekommen ist. Okay. Das ist doch dieses Jahr rausgekommen, ne? Ja, ja, das Honor ist dieses Jahr rausgekommen. Ja, das fand ich auch ganz okay, aber ja, weil Assassin's Creed finde ich trotzdem besser. Ja, sowieso, weil Assassin's Creed ist halt einfach... Classic. Ja. Find's einfach besser. Ja, die Spielereihe ist sowieso meine Lieblingsspielereihe. Auf jeden Fall, der Genre kannst du halt Magie benutzen und du kannst dich auch überall durchmetzeln, aber je deiner Stadt geht es schlechter, also der Stadt, je mehr du weniger desto mehr du tötest, desto mehr Unschuldige oder halt insgesamt du tötest, desto mehr Ratten und so weiter tauchen auf. Ja, und das fand ich so eine geile Idee. Ja. Das beeinflusst ja auch dann das Ende. Es gab es ja schon bei öfter Spiele. Ich weiß nicht, jetzt sowas wie Tales of, keine Ahnung, wie hieß denn das? Tales of Symphonia, glaube ich. Das war auch so, da musstest, also je nachdem, wie du dich verhalten hast, war das Ende dann auch dementsprechend gut oder halt weniger gut. Ja, genau, deswegen so. Also, das waren die beiden Titel. Ich muss gerade nochmal überlegen, ob ich sonst noch irgendeins sehe, aber im Moment fällt mir gerade keins ein. Okay, Nico, wie sieht's bei dir aus? Ja, ich habe auf jeden Fall auch erstmal Assassin's Creed 3. Halt geiler Spiel, wie die beiden schon gesagt haben. Dann noch Mass Effect 3, finde ich auch geil. Stimmt, das war auch ziemlich geil. Das wird auch schon bestimmt Sebastians Highlight sein. Zu 100%. Ja. Und natürlich Max Payne 3. Wie was sonst? Ja. Finde ich auch geiles Spiel. Zwar leider noch nicht selbst gespielt, aber mal gucken. Und sonst Borderlands 2 auch noch. Das sind so meine Top-Titel. Einige anderen Spiele sind ja noch leider noch nicht dieses Jahr rausgekommen. Ja. Also mein Favorit ist auch Borderlands 2 mitunter. Einfach nur, weil es ist Borderlands und es ist ein zweiter Teil.
Ich meine, für mich persönlich ist Borderlands die geilste Spielereihe, die es gibt. Das okay. ist meine eigene persönliche Meinung. Ist halt Geschmackssache, ne? Mhm. Ja. Ich finde dieses RPG zusammen mit den Shooter, das ist einfach nur geil. Und auch ein geiles Spiel, das dieses Jahr rausgekommen ist. Ich weiß nicht, war das Saints Row the Third? Ist das heute, ist das dieses Jahr rausgekommen oder letztes Jahr schon? Nee, ich meine, oder? Warte mal kurz. Guck ich auch mal kurz. Saints Row the Third. Erste November. Ja, letztes Jahr war das. Okay, ich habe ein scheiß Zeitgefühl. Saints Row the Third nicht, das war der letztes Jahr, aber. Ja, dann noch ein Highlight dieses Jahr, auch wenn es scheiße schwer ist: Xenoblade Pixels. Ja. Das ist ein richtig geiles Indie-Spiel. Es ist scheiße schwer, aber es bockt so übelst. Das glaubt man nicht. Erinnert mich irgendwie an Super Meat Boy, weil das auch scheiße schwer und bockt. Aha. Aber ich finde Xavier Pixels besser als Super Meat Boy, muss ich ehrlich zugeben. Ich habe beides hier bei Steam in der Liste. Und. Ja. Ich denke jetzt hier die Highlights von Sebastian einfügen, die wir wahrscheinlich eh schon genannt haben. Ja. Denn was erwartet uns 2012 an Spielen und welche findet ihr? 2013. Ja, 2013. Auf welche Spiele freut ihr euch so ab morgen? Uff, schwer zu sagen. Also ich weiß jetzt nicht wirklich so genau, was nächstes Jahr rauskommt. Also es soll ja eine ziemlich große Erweiterung von The Binding of Isaac erscheinen. Noch eine? Habe ich ja, nichts von gehört, aber. Ich habe davon auch nichts gehört, aber das wird übelst geil sein. Also, soweit ich weiß, soll das nächstes Jahr rauskommen. Das wird bestimmt ziemlich cool auch wieder. Ich meine, das Spiel jetzt schon mit Wrath of the Lamb ist ja auch schon eine ziemlich große Erweiterung, denn damit noch. Also ich kann mir vorstellen, dass das ziemlich cool wird. Spiding of Isaac kam das dieses Jahr raus? Nee, das kam letztes Jahr raus. Meine ich auch. Ja. Also ich weiß nicht, also es soll auf jeden Fall ein Remake oder sowas sein. Und es kommt wahrscheinlich auch für die Xbox raus, soweit ich gehört habe, aber ich weiß es nicht, aber für den PC soll es auf jeden Fall auch rauskommen. Also ich finde es auf PC lässt es sich besser machen als mit diesen zwei Steuerknüppeln. Ja, glaube ich auch. Aber ich weiß es halt nicht. Ja, Max, wie sieht's bei dir aus? Ja, also Dead Space 3, ne? Würde ich mal sagen, wird geil. Ja, was soll denn eigentlich nochmal rauskommen? Ach ja, das Standalone von DayZ. Also da ich DayZ allein schon ziemlich geil fand. Ich meine, da lässt sich jetzt drüber streiten, ob man das Spielprinzip mag, aber mir persönlich hat es übelst gut gefallen. Ja, was kommt denn eigentlich noch so alles raus? Da hatten wir doch so eine tolle Liste. Du fandest ja DMC so geil, oder nicht? Ach ja, das Remake von Devil May Cry, ja, das soll auch geil werden, also. Mein PC stresst wieder. Ja, wenn, also ich bin in diesem irgendwie, was jetzt neu rauskommt, was jetzt rauskam, nicht so wirklich bewandert, deswegen weiß ich nicht, ob das alles stimmt, was da ist, aber wenn jetzt wirklich nächstes Jahr das Remake von Devil May Cry rauskommt. Soll kein Remake sein, sondern eine Fortsetzung oder sowas ähnliches. Ach so, weil es exakt das soll Anfang Januar soll das kommen. Weil es exakt so heißt. Ja, weil ich hab jetzt noch nichts davon gehört, irgendwie kenne ich nur das alte. Aber wenn es die Fortsetzung ist, dann. Im Grunde schon, es ist jetzt auch nicht mehr der alte, dann ist es ein neuer, also. Neuer Hauptcharakter. Jo, nice. Ja, mal gucken. Ja. Dann wäre es das, glaube ich, auch von Max. Wie sieht es denn bei Nico aus? Ja, ich denke schon, das war's. Ja, ich habe auf jeden Fall Bioshock Infinite. Ich hoffe, das ist richtig geil. Dann Dead Space 3. Hoffentlich wird das nicht zu sehr zu einem Action-Shooter. Finde ich echt schade. Ja, sonst GTA 5 natürlich. Wird auch richtig geil werden. Ich hoffe für PC. Ich auch. Ja, sonst mache ich nichts hier raus. Boah. Tomb Raider wird auch geil, aber. Ja.
Geschmackssache, ob einem direkt gefällt. Ja. Okay, dann denke ich mal, dass ich jetzt zu meinen Highlights kommen kann. Natürlich auch GTA 5. Das ist klar. Metro Last Light auch auf jeden Stimmt, Fall. stimmt, stimmt. Ja. Metro ist auch eines der geilsten Spiele, das ich je gespielt habe. In der Auch Tat. klar, auch gerade noch am Laufen. Und ich bin mir noch unschlüssig über Dead Island Riptide. Über Dead Island habe ich nicht sehr viel gesehen, aber ich habe gute Kritik gehört und das Spielprinzip soll auch gut sein. Und Riptide, zweiter Teil davon, wenn es wirklich stimmt, wenn es hier keine Fehlangabe ist, eventuell mal gucken, ne? Leider ist noch nichts so angekündigt im Bereich Dead Rising 3. Warte mal, wer war das nochmal? Ich glaube, warte mal. Wer ist nochmal die Publisher von Half-Life? Valve. Valve hat ja angekündigt, dass dieses Jahr, also ich weiß nicht, eigentlich war es ja ursprünglich für 2012 angekündigt, aber vielleicht wird es auch für 2013 angekündigt, dass für eine ihrer großen drei Spielserien, also da wären Portal, Half-Life und Team Fortress. Und ich hoffe, dass nicht Team Fortress ist, ein dritter Teil rauskommt. Und Das wenn es jetzt wäre Fortress auch geil. gibt, oder vor allem, das Geilste wäre Half-Life 3. Ich würde es so abfeiern, das Spiel. Weil Also, Half-Life. ich wäre eher für Portal, muss ich Nee. sagen. Half-Life ist. Also Half-Life 2 war ohne Scheiß. Der beste. Eins der besten Spiele, das ich gespielt. Ich kenne Half-Life halt nur von dem Let's Play von Sebastian, ansonsten selbst gespielt noch nie. Hättest du lieber machen sollen. Das ist geil. Also ich finde Half-Life jetzt nicht so geil, aber jedem sein eigener, ne? Das war's jetzt so Bla an. bla Das war's jetzt so an Spielen. Na, bis auf das, was Sebastian noch sagt, aber das ist jetzt eh schon eingefügt worden, hoffe ich. Streamer. Oder auch nicht. Oder auch nicht, wenn ich es verpennt habe oder wenn Sebastian es verpennt hat. Oder ihr beides verpennt habt. Oder wir beide es verpennt haben. Oder ich es verpennt habe. Ja, du. Du verpennst eh alles. Ist auch mal gutes Recht so. Ja. Jeder Deutsche hat das Recht auf Freiheit, Verpenntheit und noch irgend so ein Ding. Ich glaube, es braucht aber Freie keiner. Ach Persönlichkeitsentfaltung. ja, stimmt, Rechte. Ach stimmt, da war ja Freie was. Persönlichkeitsentfaltung steht im Grundgesetz. Individualität, ja. Ich Individualität. bin da. Ja. Und was jetzt so spieletechnisch und dann der Kanal 2013. Was wird kommen? Auf jeden Fall sind eine Menge Together-Projekte geplant, die hier jetzt noch Ja. nicht erwähnt werden. Hoffe ich. Also, wir Spiele. Ich hoffe, das ist jetzt untergegangen, was der gesagt hat. Ich habe gar nichts gesagt, ich habe nur gesagt, also wir spielen. Achso, okay. Na, dann ist ja gut. So. Ja, stand noch irgendwas auf dem Plan zum Saal? Noch Ich weiß es irgendwas? sogar nicht. Nö, nur was auf dem Kanal technisch passiert, auf jeden Fall hoffe ich, dass wir ein paar neuere Spiele hier reinkriegen auf dem Kanal. Ja, kann ja mal gucken, was man so findet. Kann mal gucken. Ja. Ich hoffe, dass Vielleicht noch Wünsche, was 2013 passieren soll. 2013. Ja, Wir können ja unter dieses erstmal zum Video die Kanal, das wir dir Kommentare. wünschen, können wir ja später machen. Philipp, jetzt nochmal. Ja, wenn sich irgendjemand. Kann ja mal gucken, ob irgendjemand irgendeinen speziellen Wunsch hat zum Let's Play. Können wir mal gucken. Dass Ja. das die Abonnenten mal was vorschlagen können und wir gucken, Ach so, ob wir das ja. Na, wenn wir haben, das dann können wir mal realisieren gucken. können, dann gucken wir das mal. Ja. Ja, können wir mal nachgucken. Können wir ja einfach mal in die Kommentare so schreiben und dann, ja, können wir mal nachgucken, ob sich Weil das schon jetzt so viele lohnt. Kommentare zu unseren Videos hinterlassen werden. Ja, klar. Ja. Doch, wird schon. Ja, hoffe ich doch. Also jetzt Ja. mal nochmal kanaltechnisch ein bisschen. Ich hoffe, dass sich dann nochmal was mit dem Kanalhintergrund und so tut und mit dem Profil, weil das ist ja alles jetzt so ein bisschen geklaut. Irgendwoher von einem Bild ist alles auf ein einziges Bild abgeleitet, so.
Und ja, das ist nicht schön. Ich hoffe, dass ich irgendwo einen guten Designer finde. Ihr könnt euch auch gerne bei mir, bei uns hier melden. Am liebsten wäre mir, wenn ihr so ein Wenn einer bisschen. von uns 5 Abonnenten ein guter Designer ist, dann würde ich mich Ja. freuen. Und da wir uns alle nur selbst abonniert haben. Ja, genau. Nein, deswegen habe ich ja gesagt, wir haben glaube ich so 21 Abonnenten, 16 davon sind wir. 16? Sechzehn? Nein, aber mit den zweiten Accounts und allem. Ich habe keinen zweiten Account. Ich auch nicht. Ich auch nicht. Ich auch nicht. Verdammt. Wo kommen dann die anderen Stücke her? Ja, das sind unsere Abonnenten, du Pfosten. Was? Nein, das glaube ich nicht. Das Das sind ich Leute, glaube. die Erst wenn ich unsere. das lese. Das sind Leute, die eventuell unsere Videos gucken. Oder tote Abonnenten. Oder tote Abonnenten. Die sind alle an Ohren- und Augenkrebs gestorben. Genau. Soll Und ich das jetzt danach. als Und Beleidigung sehen? das nicht pass wäre das nicht passiert, hätten sie auch andere Videos außer Philips gelesen. Hey, ha, Philipp hat auch gar nichts hochgeladen. von mir gibt es kein Video, siehst Ja, siehst du, sage ich doch. du? Dann hätten sie mal ein Video von uns gesehen, haben sie aber nicht. Weil sie schon an Augenkrebs gestorben sind. Ja. Tja. Und Ohrenkrebs. Also, Philipp, Und ich hoffe Nahtkrebs. wirklich, dass du auch irgendwann mal noch was hochlädst hier. Ja, das hoffe ich auch. Ich hoffe, du findest Dann irgendwann die Zeit. auf dein Projekt. Ja, wenn, dann muss ich mal gucken. Ich weiß ja nicht, wie das jetzt so genau mit den Rechten ist, aber ich muss mal gucken, ob ich da was mit Du Assassin's hast Creed keine machen kann. Rechte. Assassin's Creed ist immer ein bisschen. Ja, Ja, weil es na, über Ubisoft ist, das ja, ist wegen immer so ein Ubisoft. bisschen. Ubisoft ist da ein bisschen strenger, was das angeht. Ja. Stimmt. Ubisoft ist seltsam. Ja, das hat mir auch mal, es wollte mir auch mal in Assassin's Creed Revelations, ich habe den Key aktiviert, dann hat das mal ein. So, das erste Spiel, das ich auf Ubisoft aktiviert habe, dann hat es meinen Account gelöscht und wollte mir den Key nicht wiedergeben. Musste ich mich da beschweren, dann habe ich einen neuen bekommen. What the? Ja. Okay. Strange. Ja, das fand ich auch ein bisschen merkwürdig. Vor allem Naja, jetzt. ich meine, jetzt hast du es ja. Ja, aber jetzt habe ich Spiele, also ist ja gerade egal. Das ist gut. Also kann nochmal kanaltechnisch, nochmal zu den Designern, wenn ihr irgend so Design bewegt seid und vielleicht sogar irgendwas im Anime-Stil zeichnen könnt, das würde ich übelst geil finden. Also einfach nur melden, wenn ihr Bock habt, irgendwas zu machen hier, dann könnt ihr gerne machen. Nein, 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 jetzt ignoriere nicht. es einfach. Jetzt nicht. Du ignorierst es. Es ist keine Zeit dafür. Wir sind gerade mitten in der Du ignorierst Aufnahme. es. Sind wir? Sind wir? Sind wir. Okay, gut. Auf einmal, oh, haben wir nicht aufgenommen. Müssen wir alles nochmal machen? Okay. Naja, wäre ja nicht schlimm. Doch. Max muss in 10 Minuten los. Ja, dann muss ich mich in 10 Minuten wahrscheinlich auch einfach verabschieden. Jo, naja, also dann. Ja, Warte. wirklich lang wird doch nicht mehr gehen. Wir haben jetzt nur noch die So Wünsche. geht der raus. Ja, okay. Dann Wünsche für 2013. Ja, Wünsche für 2013. Was habt ihr so für Wünsche? Vielleicht auch an Wünsche an die Abonnenten. Ja, so mehr Abonnenten sind ja immer gut, aber ja, man muss sich jetzt halt auch erarbeiten. Das heißt, wir werden wahrscheinlich versuchen, bessere Videos, das Entertainment zu steigern, wie ich mal sagen werde. Möglichst täglich hochzuladen, was der Max eh nicht gebacken kriegt. Ja. Maul. Irgendwann in. Irgendwann. Irgendwann in einer anderen Welt, zu einer anderen Zeit In einem vielleicht. Paralleluniversum in einer anderen Welt. Ich wette, da lade ich mehr hoch als Gronkh, ja. In irgendeinem Parallel. In Okay, sorry, irgendeiner der Welt. Kanal wird jetzt gehatet. In Worst King Gronkh gesagt, ey, ich bin 13 kleiner Pisser und hab keine Eier in der Hose. Aber du hast was gegen Gronkh gesagt. Ja, kennt man doch. Ja. Also Gronkh an sich ist ja nicht schlecht, aber. Ja, ich weiß, aber seine Abonnenten. Ja, nicht alle. Also nicht alle. Nein, natürlich nicht, aber diese, wo so alle zuflamen und Ja. Aber die hat jeder. diese Fanboys. 11-jährigen Pisser, also mit 11-jährigen Pisser meinte ich auch die 11-jährigen Pisser, die wirklich so rumkreischen. Es gibt natürlich auch genug 11-jährige Pisser, die Gronkh abonniert haben, aber ganz in Ordnung sind. Ja. Also, das sind nur diese, wo so flamen. Aber Also es die gibt es auch bei müssen ja auch anderen keine 11-jährigen Youtubern. Pisser sein, kann auch irgendwie 30-jährige Pisser sein, die ein scheiß Ja, Leben haben. deshalb weniger, aber es gibt auch noch welche, die Weniger. haben. Ja, wie Ja, okay, gesagt, der Gronkh ist cooler. möglichst, dass möglichst täglich möglichst viele Videos kommen. Und dass wir das nicht verpennen. Wäre alles viel leichter, wenn man die schon vorher einstellen könnte, wann die
freigeschaltet werden sollen, dass man das nicht manuell machen muss, sondern dass es automatisch kommt. Ah, aber das hat man ja erst als Partner. Leider. Ja. Ja, jetzt die jetzt die Wünsche. Ja, die Wünsche. Also ich wünsche mir wirklich, dass das mit dem Kanal ein bisschen weiter aufwärts geht. Ich meine jetzt insgesamt Wünsche. Ach, insgesamt Wünsche, boah. Ja, was dann, was so passieren soll, was auf der Welt so los ist, was so an Spiele rauskommen soll und alles. Ja, das ist schwierig. Aber was an der Welt passieren soll, dass das mit dem Urheberrecht nicht ganz so extrem genommen wird mehr. Das auf jeden Fall. Das ist der Rest nicht. Eigentlich noch im Chat, weil niemand mehr was sagt. Ja, also. Ich weiß nicht. Nico? Nico scheint gerade AFK zu sein. Ach, der ist, hat sich wahrscheinlich einfach verzogen. Aber wahrscheinlich hat er doch dem Ruf gefolgt. Ja. Der Ruf des Essens. So, wieder da. Wieder da, okay. Wieder da, ja. Was wünschst du dir jetzt 2013, was in der Welt passiert? Ich? Dass ich den neuen PC bekomme und ordentlich Sachen aufnehmen kann. Wäre cool, wenn unsere Abonnenten ein bisschen mehr so in die Kommentare und sowas schreiben. Ja, Kommentare auf jeden Fall. Würden, ja, Feedback und Kommentare. Ich meine, wir machen das Ganze hier nicht kostenlos. Wir wollen dafür als Bezahlung Kommentare. Ja, Kommentare. Ja. Wie jeder YouTuber. Ja, Kommentare ist das Geilste. Scheiß auf Like, scheiß auf Dislikes. Hauptsache das Kommentare. Heißt, Kommentare sind Feedback dazu. Ja. Sowas brauchen wir. Und wenn ihr keine kleinen Hater-Spassis seid, könnt ihr ruhig trotzdem Daumen runter gehen und dennoch begründen, warum. Ja. Weshalb es euch nicht gefallen hat. Ja, genau. Hört drauf, was der dicke Junge euch sagt. Nein. Wieso? Hast du doch komplett recht. Ja, trotzdem, ich bin selber dick, ich darf sowas sagen. Oh. Naja, halbwegs dick. Ihr dürftet nicht so laut sagen, es ist. Nein, es stehen noch mehr Vorurteile von RTL. Achso, ja. Ja, der kommt wieder diese kleinen Fick. Ich habe keine Ahnung, was Frauen sein sollen. Ich bin unrasiert. Ja. Ich habe keine Freunde. Ja, sowieso nicht. Das wissen wir auch deswegen so. Deswegen feiere ich heute auch Silvester, weil ich keine Freunde habe. Ja. Ich feiere bei Leuten, da habe ich mich selbst eingeladen, weil. Ja. Tatsächlich bei denen an den PC und zock, ne? Ja. Na klar, und wir sind auch alle keine Freunde. Wir sind einfach nur Leute, die sich zufällig irgendwie mal getroffen haben. Genau, und wir hassen uns eigentlich, weil Gamer hassen den Rest der Welt, ne? Ja. Sozial inkompetent, wir wissen nicht, was wir sagen sollen. Der einzigste Grund, warum wir hier zusammen sind, weil wir Kommentare wollen, Likes wollen, irgendwann Partner sein wollen, damit wir Geld verdienen. Und ja, wir sind eigentlich nur geldgeil und so, wie YouTuber und Gamer halt sind. Ja, geldgeile YouTuber, wie jeder Einzelne. YouTube, ja. Sogar wir, die noch kein Geld dafür bekommen, sind geldgeil. Genau, ich meine, endet alles mit der Geldgeilheit. Ja. Sobald mein Partner ist, ey, ihr seid geldgeil. Ja. Ey, der hat gesagt, dass wir Daumen hoch geben können. Geldgeil. Der ist likegeil. Der ist likegeil. Ja, jetzt beschweren wir uns über die YouTube-Community. Das sollte eigentlich komplett. Die Facebook-Community sein, ich weiß. Ha? Die Facebook-Community Face, ist like. Ja, Facebook und YouTube auch manchmal. Hallo. Facebook-Community, da beschweren wir uns lieber in einem anderen Video drüber. Wir sollen jetzt mit einem guten Gefühl ins neue Jahr rutschen. Stimmt, das ist wahr. Okay, ich würde mir wünschen, dass die Facebook-Gruppen nicht keine armen kleinen Kinder, die verhungern sind, in Afrika posten, die sich gerade ein Brot teilen und die drunter schreiben, ein Like ist gleich ein Respekt. Ja. Weil diese Kinder können sich nichts davon kaufen, dass irgend so scheißbehinderte Missgeburten ihr Bild dazu ausnutzen, um selbst Likes zu bekommen. Oder irgendwelche großen Seiten auf Bildern markiert. Und mieseste, was ein Mensch machen kann, dass er sowas ausnutzt. Ja. Oder halt andere große Seiten auf einem Bild markieren. Das ist auch scheiße. Ja. Ist mir gerade mein Fenster geworfen, wollt ihr mich verarschen? Nein. Egal. Ja. Das war's dann jetzt so auch wirklich, ne?
Ja, nein, noch halt so als Wunsch, dass, keine Ahnung, was weiß ich, Griechen die Schulden zurückzahlen. Nein, das halt, was weiß ich, dass die ganzen Scheißdrecks Warlords in Afrika alle aus den Puschen kommen und den Löffel abgeben, dass diese ganzen Scheiß-Terroristen in Afghanistan endlich aufhören sollen, Kinder, kleine Päckchen, die abgeben, mit denen sie dann zu Soldaten rennen. Und dann, sobald sie beim Soldat sind, drückt irgend so eine Missgeburt aus 30 Meter Entfernung auf den Knopf und dann explodiert das kleine Kind mit dem Soldat, das niemandem was getan hat, nur damit sie einen Soldaten in die Luft gesprengt haben, was ihnen eh nichts bringt. Und dass das Militär aufhören soll, Panzersprenghunde auszubilden. Hallo, die bilden Hunde aus, um das Auto zu kriechen, die haben C4 um und dann sprengen sie die Hunde in die Luft, nur damit der Panzer in die Luft fliegt. Gott, das Hallo, ist scheiße. die Menschen eigentlich, der Mensch ist das schlimmste Tier. Ja, auf jeden Fall. Ist wirklich so. Man sollte noch viel toleranter sein. Zum Beispiel, jeder sollte toleranter sein gegenüber anderen Religionen oder Ausländern oder so. Ja, sowieso. Ja, was überhaupt. Ach komm, ganz im Ernst, man kann der Menschheit doch nicht mehr helfen. Ja. Ja, wow. Deswegen bin ich auch nicht gläubig, weil wenn es ein Gott wäre, dann würde er nicht mehr für die Menschen tun. Nein, dann würde es den Menschen gar nicht geben, weil er nicht dafür sorgt, weil Gott würde nämlich dafür sorgen, dass wir alle ausgerottet werden, weil das ist sowas mit dem Planeten und den Tieren machen, das würde ich niemals zulassen, gäbe es den wirklich. Ist auch eine interessante Sichtweise. Ja. Soll ich das noch nie betrachtet? Tja. Du machst es ein weiser Mann. Damit verabschieden wir uns, denke ich mal, wenn niemand mehr was zu sagen hat. Ich Ja, nicht. also ich würde sagen, da schmeißen wir gleich mal den Philipp und den Max aus der Config raus, weil Nico und ich haben schon noch was zu sagen. Ach so, na gut, ja, also dann verabschiede erstmal ich mich. Und wir? Ja, haben wir. Und ich mich Gut. auch. Gut. Tschüss. Gut. Ciao. Wünsche noch einen guten Tschüss. Rutsch und so. Ja. Jo, guten Rutsch an alle und so weiter und so fort. Ja, Telefon. Jo. Ciao. 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 So, jetzt sind nur noch wir beide hier. Ja, was haben wir jetzt noch zu sagen? Das eine Video. Sein Video. Vimeo. Ja, aber wieso jetzt? Darum, weil es zu diesem Tag hochgeladen werden soll. Ja, Für stimmt diesen wohl. Tag soll es ein Special sein. Der Nico und ich haben nämlich was Ja. Kleines vorbereitet. Ja. Auch wenn es wahrscheinlich ohrenkrebserregend ist. Wir haben mal versucht, so ein bisschen zu rappen. Ja. Haben wir versucht, ob es erfolgreich ist, wissen wir noch nicht. Muss ich uns sagen? Wenn ihr das hören wollt, diesen einen kleinen Track über Psychopathen-LP und was 2012 so geschehen ist und alles Mögliche. Und ja, dann klickt einfach hier irgendwo ins Bild oder irgendeinen Link in der Videobeschreibung. Und dann werdet ihr auf Vimeo geleitet. Ist nur ein Streaming-Portal, keine Sorge, es ist nichts Gefährliches, wir verdienen dadurch nichts. Und wenn ihr Feedback dazu habt und wenn ihr danach noch schreiben könnt, wenn ihr nichts zu sehr aus den Ohren blutet und Ohrenkrebs habt, dann könnt ihr das Feedback ruhig hier unter diesem Video in die Kommentare schreiben, weil bei Vimeo weiß ich nicht, ob man da Kommentare schreiben kann oder nicht. Ohne angemeldet zu sein. Und ich glaube kaum, dass einer von euch nur deshalb auf Vimeo sich ein Konto erstellt, nur um uns da zu haten. Ja, ich hab da auch keinen Account oder so. Also Psychopathen-Trash auf Vimeo. Ich würde sagen, ihr könnt diesen Track gleich anhören. Und wenn ihr wirklich Rap mögt, wenn nicht, dann erst recht nicht. Ja, könnt ihr aber. Ja, aber es wird schlecht Ob sein. es von Vorteil ist, Ist noch eine komplett andere Sache. ja. So, damit wünschen wir vom Psychopathen-LP euch noch einen guten Rutsch ins neue Jahr. Ja. Und Von mir damit, ciao, bis zum nächsten Mal, euer Tschüss, Psychopathen-LP-Team. tschüss. Die mehr, ja.